So, da bin ich wieder und ich hoffe einfach mal, dass wir heute mehr Erfolg haben werden, diesen Van in Besitz zu nehmen. Ich glaube, wir müssen erstmal die ganzen ja, Personen hier eliminieren, bevor wir dann wirklich den Van. Oh nein, es ist ja nicht mehr so schön schwarz. Guck mal, die gucken auch schon so doof. Oh ja, komm, Merk. Ich habe gar keine Granaten mehr. Warte mal, ich muss es noch ein bisschen anders machen. Oh nein! Ey! Verdammt. No, 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 no. Fucking dead. How many you got now, Mel? Shit. So, come. We got a lock up on the point, man. Come on. Achso, die nehmen das fliegende Auto. Alles klar. Ja, genau! Oh, verdammt! Oh nein! Hä? Was war das denn jetzt für ein Müll? Kann das mal jemand erklären? Was ist denn für ein bescheuertes Auto? Warten wir es einfach hier, oder würde ich meinen? Die Einschusslöcher fallen schon nicht auf, ne? Hallo, danke. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Bringen wir Ben in die Garage. Okay, warte mal. So, Malcolm, I got a question for you. Ach, das ist Malcolm. Sure thing, Jonathan. Shoot. Well, Malcolm, it's your crew, the Uptown Riders. Are you a motorcycle club like us, the Angels of Death? I don't know. I mean, we ride bikes, and we ride them hard, but the thing is, we don't wear fancy dresses or do pinky finger shakes or anything like that, so I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch! Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The lost MC are still here. We just don't get on MeTV and scream about it. Yeah, sure. Oh, dann bieg auch ab. So, sind wir denn jetzt mal bei da? Ja. So. Sorry. Das ist die Garage. Okay. That's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Mal. I'm just hoping you, me, and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. Oh, warum hat auch ein weißes T-Shirt angezogen? So. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen.
Yeah, I didn't. It handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andrea to check it out. See you soon. Okay. Oder wir sehen uns jetzt gleich. Ja, mein Ohr krabbelt einen Augenblick. So, dann bin ich wieder. Oh! Ach so. Okay, warte mal. Achtung, Achtung! Hey, du musst sowieso hier anhalten. Oh, danke! Haben wir jetzt hier irgendwo was zu essen? Eine Freundin hat mich gebeten, ihr die Nummer von ihrem Freund zu geben. Er hat ein Taxi unternehmen namens Billig in der Prices und die Nummer ist 55222 Liz. 55, also dreimal die 5. Ah, das habe ich 8 gedrückt. Also. Nein. Oh, Sache mal. Jetzt. Warte mal, habe ich das überhaupt richtig jetzt gemacht? Ach so, warte mal. Habe ich jetzt viermal die 2 genommen oder nicht? Versuchen wir es einfach mal. Oh, jetzt. Nico Bellic oder Roman Bellic. Oder niemand. Ja, stimmt, wir haben hier gleich den Burger-Shot. Oh Gott, sorry. I'm sorry. So aus Versehen. Krieg ich draußen noch einen Burger? Bitte. Please give me a burger. Here. Mucho gusto. Ja, hör mal auf, so rumzuschreien. So schlimm war das doch gar nicht. Guck mal. Lebt die noch? Ja, die lebt sogar noch. Ja, alles nur halb so schlimm. Meine Güte. Wenn sie ja gestorben wäre, würde ich ja den Aufruf verstehen. Aber ihr geht's ja noch gut. Mother Food of Grace. Macht das auch ein cooler Name. Hey, speak up. I can't hear what you say. Easy. Oh, it's you. One second. No, it's for un momento, chica. No, all you gotta do is walk through customs and you home free. Está bien. Yeah, I'll see you soon. Hey, don't worry about my friend Johnny. Huh? He's ugly, but he don't bite. Andreas! Andreas! Hey. Why do I pay you to protect me when you don't do nothing? I was in the kitchen, I was doing the thing. I don't want no fucking excuses! Get the fuck back in the kitchen! Pero, okay, dummy. Okay, dummy. Jesus! Hey, Johnny boy! What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Men and their motorcycles? Sure. Why we need to hit that convoy so hard? You know, all these bodies can't be good for your business. You don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people? I'm the big boss! Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, right? Now you're starting to sound like Billy. They're gonna hate you because you're a woman in this macho fucking world? They're gonna hate you because you're from the island, stupid people think Latinos ain't worth shit in this town. When you're the big boss, and you me, these bodies gotta come with it. Okay. I came up from a rough background. Man tried to turn me out when I was 14 years old. I fed him his balls! I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. Now,
I ain't saying all men are bad. Would have married three of them if I thought that, right? All right. Let's do this, Liz. Okay, okay. Go get my girl, Martha. She just came in on the Adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Okay. Where? Andreas! You fucking missed a spot! I miss a spot, no. Come drop these pillows and get that spot off my couch! Ach ja, also für die gute Elisabeth, da würde ich auch sehr gerne arbeiten wollen. Ich glaube, es ist sehr entspannt bei ihr. Ich glaube, wir müssen ja trotzdem dann wahrscheinlich eher ein Auto dafür nehmen. Ach, Jimmy Boy, was willst du denn von mir? Ach so, wieder das, okay. Ja, aber ich brauche ja keine Hilfe aktuell. Ah ja, stirb nicht, ich hätte ja vorhin rufen können. Oh mein, ich bin so dumm. Hätte ich ja gar nicht so viel Gesundheit verlieren müssen. Ach, dann wären die vielleicht gestorben. Das wäre dann auch doof gewesen. Das wäre wirklich doof gewesen. Aber es wäre eine schlaue Idee gewesen. So. Das müssen bestimmt zum Francis Airport. Um die Drogenschmugglerin abzuholen. Aber ich glaube, nachdem ja Nico Elisabeth da kennengelernt hat, ist sie ja trotzdem relativ schnell dann in den Knast gewandert. Also wir hatten ja drei Aufgaben für sie. Und so schnell konntest du gar nicht schauen, hat sie ja Paranoia geschoben, dass ja die Cops hinter ihr her sind und dann war sie ja im Gefängnis. Die ganze Zeit. Soweit ich weiß. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir da das noch miterleben und ob die Story dann hier endet. Und wir haben jetzt zwei Aufgaben erledigt und haben jetzt 6. Okay, also kriegen wir 3% pro Aufgabe ungefähr. Aber ich muss sagen, das Auto fährt sich extrem gut. Hat eine angenehme Geschwindigkeit, ein angenehmes Handling. Das ist so manch anderes Auto. Da hatten wir ja in GTA 4 genügend Modelle, die mich an den Rand der Verzweiflung getrieben haben. Sonst wäre ich beinahe dem Polizeiauto noch reingefallen. Das wäre nicht ganz so gut gewesen. Jetzt habe ich die Frau überfahren. Ja, das GTA ist doch hier. Kann ja mal passieren, dass man da... Jetzt haben wir so einen unschönen roten Fleck auf unsere Karosserie. Die müssen sich aber auch mit dem Weg stellen, ne? Die müssen doch wissen, wenn ich komme, dass sie schnell Reis ausnehmen müssen, um halt nicht überfahren zu werden. Aber die lernen halt nicht. Lernen durch Schmerz heißt es immer. Aber ich glaube, Lerneffekt werden die nicht mehr haben, weil die ja da schon tot sind. Und das war auch mein Lieblingsauto. Oh, oh. Sorry. Ja, sorry, aber guck mal, es fährt doch noch. Von daher alles gut. Die wird sich auch wundern, die Drogenschmugglerin. Obwohl, die ist wahrscheinlich das gewohnt, dass ein Auto so aussieht. Mit Blutspuren. Einer kaputten Scheibe. Und einer fehlenden Motorhaube. What? Yo no tengo perico, tú no entiendes. Yo solamente vine aquí para ver el statue de happiness. Habla inglés, huh? Habla inglés. Suck American penis when you get into holding. Liberty Swingers, good team, eh? Wow. Drug mule skanks ain't usually this cute. This is gonna be fun. Hey, yo, come on, baby. Yo. I don't know about you, but the America I believe in doesn't deport hard-working young girls like this one. Yeah, well, the only thing this girl works hard at is swallowing bags of coke and in a minute, blowing me. So, sir, oh, yeah, cool. Hey, hold on. Your name Marta? Si, si. Come on with me. Come on, keep your head down. Hätten wir nicht einfach unser Auto schnappen können? Nein. Also wir müssen Clay rufen. Hilfe. Clay, man,
So, warte. Los, komm. Bum, 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 bum. Nein! Oh no! Ja, der wird gleich explodieren. Warte mal. Ist er jetzt tot? Sag mir jetzt nicht, dass Clay tot ist. Going down, down, down. Haben wir noch jemanden? So, wo haben wir noch jemanden? Sorry about the welcoming party, sweet chicks, but you gotta stay down. Is that what you were looking for? Martha. Welcome to the United States. We're gonna need some transport. What? Man, we gotta shake these cops. Good boy. Los topes no tienen ni puta idea de cómo manejar. Sorry. Kann ich noch abstellen? Wie ging denn das? X? Nee. War reicht immer mit X. Naja, das wollte ich nicht so laut sagen. Ja, sorry. Oh. Sogar ein Riss. So, wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. So. Alter, wie schnell ist denn der? Mierda! Esta ciudad está llena de tombos. So. Komm, 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 komm! Los! So, nehmen wir die Richtung. Da ging's ja eigentlich. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. You, Marta. You first time in Liberty City? Liberty City, swingers, baseball, la estatua de felicidad, las mujeres feas, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City. Very good. You learn good. I mean, you're learning very well. Usted no es exactamente lo que esperaba, señor Johnny. ¿Y ahora vamos al hotel de cinco estrellas? Nicht ganz. Mi no habla mucho Spanish, lady. Necesita una ducha después de esta bienvenida tan perra. Uf. Estoy mareada.
Warum? ¿Tiene idea de cuántos condones llenos de perico hay en mi intestino delgado? Espero que nada sea atroz. No speak Spanish, Marta. Nein, du verstehst es nicht. Johnny? Oh, wir haben sogar $5 gespart. Ich bin begeistert. Das machen wir bis jetzt im, bis... Nee, ab sofort jetzt immer so. Left. Die gute Martha. Aber irgendwie muss ich doch diese dämliche Sirene ausstellen können. Was war da meistens? X oder so? L, Ö, E, P. Nee, schade. Na gut. Ich habe mich selber ja jetzt gleich überstanden. So. Okay, here we are. Aquí. Bueno. Gracias, Johnny. Nos vemos pronto. Oh, damit haben wir sozusagen die Lease-Aufgaben soweit abgeschlossen, zumindest bis jetzt. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns bei dem guten Jimmy wieder und werden mal schauen, was er denn von uns möchte. Und ja, ob es denn nicht einige Unruhen... Hey, wirklich... Ob es nicht einige Unruhen bei uns in der Gang gibt, denn wir haben ja diesen einen Stiefellecker. Ich habe Brian, war das Brian? Ich glaube, der hieß Brian. Ich glaube, das war auch Brian, der ja wirklich hier Billy angehimmelt hat und sich über uns mehr oder weniger lustig gemacht hat. Und ne, oder okay, wir können doch mit der Elisabeth da weitermachen. Ich habe Arbeit für dich, Oma. Komm zu mir. Okay, das werden wir jetzt in der heutigen Folge noch mitmachen. Oh, oh Gott, Entschuldigung, ich wollte mich gar nicht mehr bewaffnen. Das müsste rein theoretisch unsere dritte Aufgabe, nee, die zweite, nee, die vierte Aufgabe für Elisabeth da sein. Das heißt, langsam ist sie durch mit uns. Shifting Rate. Hey, yo, Andreas, you piece of shit, leave the girl alone. She knows how I like it. You don't need to tell her shit. Leave my... Hey, Johnny! Hey, what's happening? Andreas, shut the fuck up! Der arme Andreas. Te quedas para comer? Huh? Eat. Oh, yeah. No, we gotta go. Shit's gotta get done. All right, some other time then. No, I don't think there's gonna be another time, man. Shit's closing in. All these snitches all over the place. If I can hear that on your wiretap, Andreas. You fucking hear that? Maybe you guys should get rid of him and sell this coke later, huh? You want us to take Marta off your hands? Look after her until the heat's gone? You ain't getting your hands on my baby girl. You only gotta worry about yourself and selling that coke. You don't gotta worry about me. And you don't gotta worry about her neither, okay? Okay. Come on, let's do this. Yeah, we out, sir. Adios, amigos. Andrea's gonna be waiting for you. That's right, I'm gonna be waiting for you and anybody else who shows up, okay? Because that's the way I roll. Ach, das ist irgendwie niedlich. Ich mag Andreas. We got the head up the butterfly. Hä? Hat er einen Helm auf? Nee, hätte ja sein können. Ja, Clay und Terry und so Spaß. Ich hab. Helfen, ja. Okay, gut, jetzt müssen wir sie rufen. Ich dachte, wir könnten die vielleicht vorab schon rufen, aber nein. What up, kid? I got that package for you. Yeah, man. Overnight Express. What? You been stepping on this shit? Fuck you. Test it and see. It's pure as punk like you gonna find. Yeah, listen, you do your job and let us do ours. Whatever, man. Go ahead, girl. That fucking good? Yeah, it's good. So what you gonna do about it? I'ma take it for our own. I don't think so. Well, you best change your mindset, cause this right here, man, is happening. Yeah, motherfucker! What's up now, bitch? Holy shit! Yo, you see what you did? This shit's God fucked up, damn man. You, motherfucker! Fuck. My fucking fight, man! Come on, Johnny.
Und die ist sogar tot. Ja, was war das denn jetzt? Hä? Ja. Hä? Ja, was ist denn jetzt für eine... Oh Gott, hä? Hä? Hallo? Ja, hallo? Was ist denn das? Was war das denn jetzt? Ich habe gar nichts gedrückt. Was ist das denn jetzt? Oh, sag mir nicht, das ist jetzt meine GTA 4 Folge, die mich an den Rand der Verzweiflung bringt. Ich will hier keine Action-Cam haben, ich will meine ganz normale Cam haben. What up, kid? So. Ach, der fährt. So, okay. Boah. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Oh. Fahr aber schneller! Mein Gott, du hast so ein... Da kannst du vielleicht mal auf die andere Straßenseite dich begeben. So, wo haben wir denn jetzt hier? Cops, straight ahead. You got health insurance, man? I don't. So, weg mit denen. Komm hier wieder die nächsten. Shit, cop car broke down. Könnte ich einfach bitte schneller fahren? Oh, das sah cool aus. Sorry! Bin ich tot? Wann bin ich denn tot? Was ist das denn für ein Müll? Oh nein, das kann ich das nicht nochmal. Warum kann ich das nicht nochmal neu machen? Okay, doch, jetzt nochmal. Wir versuchen es nochmal. Ich habe überhaupt nicht auf meine Anzeige geachtet. Überhaupt gar nicht. Och nö. Warum muss denn die jetzt auch so doof sein, diese Aufgabe? Ansonsten muss ich einfach noch mal eine Sicherheitsweste dann mitnehmen.
fucking bulls are right in front of us! So long, man! You broke down! Ach, sogar unendliche Muni, die ich habe. Das ist sehr cool. Get your wrench out, pig. So. Man, oh fucking man. So. I'm feeling the heat here, Malk. Hier haben wir noch jemanden. I don't look good in orange. Verdammt. Sorry, brother. Shit, they got Patriots blocking the road. Verdammt, ich werde gleich sterben. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft. Aber ich will jetzt sterben. Johnny, I need you to take out the windows of that showroom, alright? I always hated these yuppie cars anyway. Oh no, not a beautiful car. Not this beautiful cars. Shit, now it's cops on the right, Johnny. Do what you gotta do. Ja, Junge, fahr. Jetzt bin ich tot. Alter Falter, regt mich das auf. Krieg ich schon wieder Wut, weil sowas. Ich hoffe, wir fangen jetzt dort an. Wo wir dann auf die auf das Glas schießen müssen, ja. Wenn das ist ja wenigstens nett. Bei GTA 4 hätte man wieder alles machen müssen, vor allem die letzte Mission. Die hat mich so dermaßen getriggert, einfach nur. Weil du so vieles machen musstest, bevor du wieder an diese Stelle kommst. Also wenn wir hier wirklich nicht diese ganzen Safe Points hätten. Somebody help! No. Ja, ich hab gar keine Angst. Oh, shit. Ja. Ja, wo denn? Fahr doch! Alter, hörst du mal? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ah, wir haben auf den gewartet. Der hätte wohl jetzt hier, ne, irgendwie. Heavy, woo, there she go. TNT? Ja. Oh Gott. Alter, fahr doch mal! That's the last of them pigs. That's a case of oversteering if ever I saw one. One more to go. Man, you drive like you live. Insane. Was für eine Aktion. Oh, that was a wild ride, Malcolm. Thanks for making room on that pussy pad. Always space for you, Johnny boy. And maybe we should get us a room together at the Jefferson Motel. I heard you and your brothers like that hardcore, hard rock bonding shit. Quit these flirtations, B. All right. You gotta take this shit back to Liz. Right. Yo. Catch you around, Johnny. You wanna kiss your daddy? Whoa there. Peace out. See you boys later. Halleluja. Halleluja. Halleluja, wir haben es geschafft. Ach so, das sind die Rückleuchten. Didn't happen. Buyer got smart, pigs got involved. Our friends are heading back with the product. Things couldn't get much worse here, you know. You know, these tough times. You better stay away from me and Mara for a while. Eh? Okay. See you. All right, good. Baby. Just don't get freaked out if you see me rolling in a cop car. Weird times call for weird measures, Liz. Spoilert uns etwa. You got a different kind of journey to take. Ja, das ist schon tot. Der take his journey to the death. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Ein Mann. Okay, in der nächsten Folge werden wir uns den Mann etwas näher anschauen und herausfinden, was dieser besagte Mann von uns möchte. Und ich werde aber im Off schon mal dorthin fahren, damit wir ja uns diese Zeit sparen. Und ja, wenn das eine relativ einfache bzw. kurze Mission werden sollte, werden wir es natürlich dann zum Jimmy begeben nach unzähligen Folgen und werden dann ja mal schauen, wie es ihm denn so geht, beziehungsweise was eventuell passiert ist. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.